Ja, es geht weiter mit Dungeon Siege 3. Wir sind ja immer noch, warum ändert sich die Kamera auf einmal? Wir sind ja immer noch jetzt hier auf dem Weg Richtung dem anderen Versammlungshaus. Aber bevor wir da hingehen, machen wir noch eine andere Aufgabe. Und da gehen wir nämlich jetzt hin. Ja, mal sehen, was uns da erwarten wird. Hier vorne ist ein Safe-Punkt zumindest. Also hier war dieser eine Händler, den wir hier mal befreit haben. Ja, beziehungsweise den wir da irgendwie was mit gemacht haben. Ich glaube, wir haben ihn nicht befreit, wir haben ihn einfach nur seine Waren wieder zurückgegeben. So war das. Apropos Waren. Welche Taste waren das nochmal? T, ne? Ja. So, wir machen hier mal ein bisschen Aufräumaktion. Ah, nee, das geht nicht. Das aber. Das ist sogar neu. Armring. So. Da lang. Na, da. Spinnen. Im Namen der Gerechtigkeit sterbt. Ah, oh, vergebt mir. Ihr habt mich ein wenig erschreckt. Ich fürchte, ich war ganz in mein Studium dieses beeindruckenden Gebäudes vertieft. Erzählt mir etwas von euch. Was bringt euch hierher? Ich bin ein Gelehrter der Stonebridge-Gesellschaft für Geschichte. Meine Spezialisierung ist die frühe Goblin-Architektur der Renaissance. Dieses Bauwerk ist wahrhaft bemerkenswert. Seht euch die komplexen Friese und die wundervoll subtile Geometrie des Daches an. Könnt ihr mir etwas über dieses Gebäude erzählen? Das ist die Gruft der Helden. Dort drin liegen die Helden, die vor 150 Jahren die Sekt besiegt haben. Ich studiere ihre Geschichte seit Jahren, aber leider konnte ich nie mehr tun, als die Außenseite zu studieren. Warum kommt ihr nicht rein? Seitdem Jane Cassinda die Legion zerstört hat, ist das Grab versiegelt. Ich glaube, dass es geöffnet werden könnte, aber ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht wusste es die alte Legion. Zumindest ein paar von ihnen. Ja, den werden wir aber überraschen, wenn wir da sagen, alles klar, ich mache jetzt einfach mal das Tor auf, ne? Zack, bam, mit dem Siegelring. Easy. Erzählt mir etwas von der Geschichte der Gruft. Das Grab wurde ursprünglich für die erste Lady Montbaron errichtet. Im Volksmund auch bekannt als die Farmerin. Alle Helden, die beim Sieg über die Sekt dabei waren, wurden nach ihrem Tod hier beigesetzt.
Die Gruft wurde für viele zu einer Pilgerstätte. Besucher haben von allen möglichen Wundern berichtet. Glück, geheilte Krankheiten, diese Art Dinge. Aber niemand ist seit über 30 Jahren drin gewesen. Ich habe einen Weg in die Gruft gefunden. Ich werde die Tore öffnen. Das habt ihr? Wirklich? Das ist ja unglaublich. Wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr das gefunden? Ach, egal. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Dürfte ich mit euch gehen? Ich habe die Außenseite schon so lange studiert. Ich würde zu gern einen Blick auf die Artefakte im Inneren werfen. Wahnsinn! Das ist ja unbelievable! Alles klar, der ist ja direkt total ausgerastet. Er kann mitgehen. Ihr könnt mitkommen, aber seid vorsichtig und bleibt dicht bei mir. Wundervoll! Dann lasst uns die Tore öffnen! Unbelievable! Mach die Tore mal auf, ne? Okay, ja, läuft nicht so wie geplant. Ja, ich soll ja auch irgendwas mit den Statuen machen, ne? Eine massive Statue. Darstellt. Also, es ist eine massive Statue, die einen Krieger darstellt. Ragt über euch auf. An einem Fuß ist ein großer Zylinder mit seltsamen Runen zu sehen. Zylinder untersuchen. In der Mitte des Zylinders ist deutlich eine leere Fassung zu sehen. Genau unten schauen lässt sich das Relief eines Löwen in der Fassung erkennen. Sieht aus, als ob ein kleiner Gegenstand, vielleicht eine Münze oder ein Ring, genau in diese Öffnung passen würde. Was für ein Zufall, wir haben ja einen Siegelring. Wir benutzen den mal. Er legt den Siegelring ein. Und es beginnt. Vielleicht irgendwas. Er weiß schon, was beginnt. Ja, und dasselbe hier auch nochmal, was wir jetzt aber mit dem anderen Siegelring machen. Oh, das war... Nun, das ist ja wirklich beeindruckend. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, könntet ihr vielleicht in die Gruft gehen und mir ein paar Relikte mitbringen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Wonach genau sucht ihr? Gut, ja, gut. Viel sicherer für uns alle. Ich würde wahrscheinlich euer Tod sein, weil ihr auf mich achten müsstet. Und so bleibe ich auch am Leben. Ich suche speziell nach diesen drei Relikten. Dem Schädel von Norik, dem Stab von Merik und dem Schwert von Bolingar. Wenn ihr irgendeins davon findet, werde ich euch selbstverständlich fürstlich belohnen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss Lazar die guten Neuigkeiten überbringen. Okay, warte mal. C. Haben wir jetzt noch eine Nebenquest bekommen? Was für ein Zufall. Wir finden die Sachen erstmal. Warte mal, bevor wir das aber machen, ich speichere nochmal unsere heldenhafte Aktion, eine Tür zu öffnen. Da ist doch noch irgendwie eine Truhe, die wir öffnen können, oder? Geil, mit Gold. Ich vernehme neue Laute in meinen Hallen. Atemgeräusche. Die leisen Fußtritte ängstlichen Fleisches. Diese Stimme, sie kommt von irgendwo unter uns. Ja, halt am Mund. Komm, die tut uns nix. Vielleicht doch. Warte! Heiling. Ja.
Willst du mich verarschen? Wieso bekommt... Warte, ich will hier... Teleportation. Blöde ist, dass ich einfach so massiven Schaden bekomme. Hier, ich. Hier, die Kamera, sie dreht sich einfach, ohne dass ich was mache. Hä? Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Ich kann die Kamera auch drehen, wenn ich die Maus an die Seiten bewege. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber wenn du verletzt bist übrigens, dann solltest du dich vielleicht mal heilen. Alter! Was für verkackt Damage machen die? Das ist doch nicht mehr normal! Alle Damage hier, wenn ich mich heile. Ein Kackskelett, warte mal, ich kümmere mich mal um diesen. Ah ne, das ist ja. Doch, ich kümmere mich mal um dieses Skelett hier. Den Gegner. Dann haben wir es durchaus einfacher. Keine so doofe Idee. Nein, wer kommt denn da wieder? Skelett-Champion. Boah. Ihr könnt echt nervig sein, ey. Warte mal, ich mach euch immer fertig. Oh, sie machen mich fertig. Der lebt hier immer noch, dieser Blöde. Nein, du sollst hier... Alter, dieses an... Dieses Targeting ist doch echt scheiße in dem Spiel. Ich kann mir doch nicht sagen, dass das richtig gut ist. Erledigt.
So. So. Wie kann ich das denn? Ich soll hier durch. Das Spiel sagt mir, ich soll hier durch. Wie soll ich da hin? Ist noch einen anderen Weg rein? Sesam, öffne dich. Wie soll man da reinkommen? Also es gibt ja keinen anderen Weg noch hinein. Also, wie sollte man eigentlich reinkommen? Nur, doch nicht so wirklich. Ich mach das mal anders. Wir switchen mal die Quest auf den Geist. Würde ich sagen. Vielleicht bekommen wir von dem ja den Schlüssel oder so erstmal. Damage! Hä? Achso, warte. Puff! Da lang? Was ist denn hier noch drin? Ah, schon bald. Nach dem Bau der Gruft. Das ist der Gruft. Ich scroll das mal ein bisschen. Damit kann man das. Könnt ihr das lesen? Das sind so Sachen. Das ist ein Roman. So. Mal kommen gleich die nächsten Gegner hier. Oh, da ist schon wieder so ein Heini. Und dann, wie sieht da einfach random da hinten so einen komischen Fernkämpfer an? Ich verstehe es einfach nicht, wie dieses, also dieses System, das ist so beschissen einfach nur. Also dieses Target-System. Ja, sicherlich. Ja.
Wir haben noch ein paar Sachen wieder mal bekommen, ne? So, das gefällt mir. Die hat da was Neues bekommen. Beides nicht so. Na gut. Oh oh. Yo. Oh mal Level Plus. Geil. So muss das. Haben wir noch was? Da haben wir noch was. Alles klar. Kreis der Heilung könnte natürlich, ja. Wir gehen da nochmal drauf. Completen wir mal. Hänge ich hier wieder an dieser Treppe fest? Hallo. Oh, warte. Ich mach mal Heilzauber, ja. Das, ja! Noch ein Level up gemacht. Wieso macht ihr mir immer noch so viel Damage? Das ist doch doof. Da! Ich visiere die ganze Zeit jemanden da hinten an. Es ist einfach so doof. Achso, jetzt aber vielleicht nochmal wieder einsetzen. Ja, was kommt denn da an? Ja, genau. Ich glaube, es hackt. Ich kann hier gar nicht wirklich... Hilfe! Wir werden noch alle drauf gehen. Im Laufe der Zeit. Hier, visier bitte mal einen Gegner an.
Warte mal, der eine Bogenschütze, der muss nochmal drauf gehen hier. So. Puff. Ihr könnt nichts töten, was bereits tot ist. Ja, hab ich doch gemacht. Meine Krieger werden euch jagen, bis ihr erschöpft und klagend niedersinkt. Hey, ich sehe die Gefahr. Warte, Hallöchen. So. Alles klar, und hier haben wir einen Safe Spot. Gehen nochmal voll dran vorbei. Den werde ich mir aber holen. Hä? Wieso kann ich mir den nicht holen? Ach, weil da eine Wand ist? Oder was ist da? Ja, leider ist da eine Wand. Also man muss ja einmal außen rum gehen. Kommt, Pilger! Die Knochen eurer Helden warten in diesen Tiefen auf euch. Genau wie ich. Ja, das ist genauso geplant. So, aber bevor wir weitergehen, hier ist erstmal Stopp. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Und dann werden wir mal sehen, ob der Geist uns dann auch einen Schlüssel gibt, damit wir die andere Quest machen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, bis wir die erstmal offen lassen, ne? Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.